So, da möchte ich euch zurückheißen, und zwar zur Folge 96, der Countdown. Wie gesagt, zum 10.000 Mal, dass es bald Folge 100 haben. Da habe ich sozusagen einen kleinen internen Rekord für mich. Ein Projekt gehalten, was sich 100 Folgen durchhält. Gut, das letzte 105 und 6, keine Ahnung, irgendwie 146 oder so. Aber das habe ich ja schon mal erwähnt. Aber dennoch möchte ich es festhalten, innerlich. So, tun wir mal die Zellen hier irgendwo rein. Chaiberry gut. Aber ich wollte ja hier diese einen Wunderschienen herstellen. Dafür war ich ja hier vorne. Genau. Wie viel habt ihr noch? Drei Stück, da können wir noch einen Moment warten. Da füllt euch noch einen Moment auf. So. Warte mal, die Halteschiene brauche ich dennoch. Halteschienen. Die brauche ich nämlich für was ganz anderes. Hier muss ich ja irgendwie aufladen. So, und dann kann ich ja hier mit einem Eisenblock. Mit den Dingern hier. Mit den Betten in der Mitte und den Block hier unten drunter. Upp, sup. Und so, ein paar Halteschienen machen. Zack, danke. Ah, dann brauche ich. Was brauche ich denn noch? Das ist eigentlich fertig. Dann könnte ich die hier machen. Noch ein paar. So. Dann die hier noch. Fertig. Ja. Ach Mensch. Ich habe so nämlich so eine, wie gesagt, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass meine Stoppuhr mal rumspinnt. Die wechselt immer auf den Countdown. Gut, ich könnte bei dem Countdown einstellen 10 Minuten, dann würde er die ganze Zeit piepen nach 10 Minuten, dann wäre ich auch irre. Das will ich eigentlich nicht. Was ich aber will, ist, sag mal schnell da. Da oben ist es doch. Hier Flüssigkeitslader und Endlader. Flüssigkeitslader, brauche ich so einen Trichter und so einen Tank, da brauche ich eine Druckplatte und Ziegel, okay. Das machen wir doch mal. Ich brauche erstmal Ziegel. Da habe ich bestimmt irgendwelche rumflattern. Das weiß ich, aber wo genau, weiß ich wieder nicht. Das war mir ein Mysterium, wo meine ganzen Items sind. Sind die nicht drin? Ja, ich suche mich jetzt wieder zu dreifach zu Tode, weil hier habe ich auch ein bisschen Eisen, da habe ich alles durcheinander irgendwo drin sitzen. Da sind sie doch. Die brauche ich. Dann brauche ich einen Trichter. Da brauche ich einfach nur Holz und ein bisschen Eisen. Gut, das kann ich hier rausnehmen. Und ich glaube, hier habe ich wieder Eisen drinne da. Dann brauche ich zwei Kisten. Eins, zwei, Dankeschön. Das denn hier? So, steigt die warme Luft nach oben oder wie oder was? Sieht so komisch aus, es irritiert mich da oben. So, zwei Kisten. Dann machen wir einen Trichter drum. So. Trichter, dann brauchen wir zwei Druckplatten. Die machen wir jetzt mal eben außen rum. Zack. Und was brauchen wir noch? Glas. Glas habe ich zu wenig dabei, aber ich habe was hergemacht. Wie gesagt, in irgendeine Kiste. Ich Glas, da. Ach Mensch, du blöde Stoppuhr. Jetzt bleib einfach mal an dieser Stelle hier. Wenn du jetzt runterfällst, dann bleibst du einfach da liegen. So, einmal da und einmal da. Warte mal, ich fülle einen von oben, ja. Flüssigkeitslader, den kann ich eigentlich von oben füllen. Ist schon okay, so. Jetzt brauchen wir noch einen Flüssigkeitsendlader. Dann müssen wir das, glaube ich, anders umsetzen. Und Endlader, Dankeschön. Dann brauchen wir noch Pipes. Da haben wir noch Pipes noch. So, einmal hölzerne Pipe. Ein paar Dichtungspipes noch. Dann Pflasterstein. Ne, dann nehme ich mal hier so. Hier diese hier. Die Steinpipes dafür. So. Machen wir gleich mal ein Sticky hier. Dankeschön. Und da ich sowieso unten was noch habe, was ich dafür brauche, kann ich da auch gleich direkt runtergehen. So, Ziegel hier rein. Ich brauche das Eisen gerade nicht. Ich brauche die Steine nicht. Ich brauche das hier nicht. Ich brauche das Zuckerrohr nicht, aber das brauche ich alles. Dann kann ich das hier schon mal aufbauen. Das Glas brauche ich nicht. Ich brauche Holz.
Holz, Holz, warte mal, da haben wir doch hiervon noch was. Und ich habe doch bestimmt mal hier irgendwo ein Stack hier rumfliegen. Oder auch nicht. Dann holen wir uns ein Stack von da hinten. Von da hinten, da sollte noch auf jeden Fall ein paar Stacks drin sein. Weil die Farm ist eigentlich nur mein Holzlieferant und ein paar Bäume hier. Nebenbei noch anzureitern. Da haben wir dann ein Stack. Dankeschön. Brauche ich noch ein Stack? Naja, da kann ich mal eben nur vorbeischauen. Eben mal nur vorbeischauen. Nicht, dass wir gleich schon zu Ende sind. Nö, die hat noch was zu tun. Das ist gut. Gut. Dann brauche ich mein Backpack. Das ist hier. Golden Backpack kann hier weg. Tue ich mal die Dinger dahin. Muss alles irgendwie klappen. Dann brauche ich die Entpuffungsschiene. Die kommt, ich weiß jetzt nicht, hier rum. Nee. Da brauche ich, glaube ich, erst diese Halteschiene. Halteschiene, Entpuffungsschiene. So, hier steht ja fest, dass es hier drunter muss. Also. Papp. So, jetzt weiß ich leider nicht, wie weit ich da gehen muss. Und wohin genau ich gehen muss. Aber ich glaube mal hier hin, oder? Dahin. Was ist hier drin? Hier ist gar nichts. War das hier für Dampf? Ich glaube, das ist Dampf vorgesehen worden. Okay, aber ich gut. Okay, was bin ich gut? So. So, dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier so rum. Das könnten wir eigentlich schon hier vorne machen. Und hier müssen wir hoch. Das sollte irgendwie alles passen hier nachher. Dann verkleinern wir das hier ein bisschen aus Holz. Ich habe jetzt ein bisschen genug Holz. So. Das ist okay. Hier tun wir noch eine Fackel hin, dass er mir nichts spawnt. Machen wir das auch noch hier. Was soll's? Jetzt habe ich Holz. Die tun wir auch noch hier weg. Das weiß ich noch nicht, für was das hier ist. Aber das weiß ich hier. Das muss hier alles weg. Das muss hier nochmal weg. Das passt jetzt aber, ne? Und die Seite hier noch. So ist gut. Dann kommt hier wieder eine Fackel hin. Hier kommt vielleicht auch noch eine Fackel hin. Und dann würde ich sagen, einmal Dichtung. Ach ne, das kommt ja dahin. Und dann brauche ich hier von den welchen auch noch. Na komm schon. Eins, zwei. Na, ich gehe jetzt mal erstmal hier so lang. Irgendwie muss ich hier lang. Dann müsste jetzt hier irgendwo der Itemlader drauf. Den Item-Entlader. Beziehungsweise. Nein. Ja, warte mal, braucht der denn. Braucht der denn da was drunter oder braucht er es nicht drunter? Ich tue jetzt mal nur die Roh. Das Rohr da drunter. Oh, was habe ich jetzt da? So muss es so sein. Connecten tut der, oder? Connecten tut der, das ist gut. Bin ich mir aber nur nicht sicher, was, ob ich da direkt dich da drunter packen kann. Muss ich jetzt gerne mal austesten. So kann ich nämlich drunter gucken und zack. Das hier drauf. Dann muss ich die denn auch noch voll laden. Ja, ist doch gut, liebe Schwein.
Können wir schon mal hier wieder ein bisschen freibuddeln hier. Ich muss das hier hinführen. Dass es nachher gut aussieht. Wupp. Und dann, wie gesagt, hier einfach mal in höher Booster-Schiene einfach zwei Fackeln immer einsetzen. Sollte schon okay sein. Oh, ich habe wieder keine. Nein. Keine Fackeln. Aber mit dem Blick im Beutel, der ist auch so leer wie meine Folge gerade. Deswegen würde ich sagen, bis dahin, euer Flash oder DP und tschüssen.